Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 20. März. Heute dabei PopSlate 2, WhatsApp, Twitter, Netflix und Tesla. Ja, beginnen tun wir mit einer schlechten Nachricht. Das PopSlate 2, das ist eine E-Ink-Display-Hülle fürs iPhone 6 und 7, das wird nicht mehr kommen. Beziehungsweise noch schlimmer, es wird gar nichts damit passieren. Das Gesamte war eine Crowdfunding-Aktion über die Plattform Indiegogo von PopSlate. Die hatten schon mal eine E-Ink-Hülle fürs iPhone 5 am Start und haben es nicht geschafft, das Produkt für 6 und 7 fertigzustellen. Und ja, das bedeutet am Ende keine Hüllen und auch kein Geld zurück für die ganzen Backer, die das Projekt unterstützt haben. Das ist natürlich auch nochmal ein Schlag gegen das Crowdfunding, wo ja öfters mal ein paar Probleme auftauchen oder Verzögerungen sind oder teilweise Versprechen eben nicht eingehalten werden, wie jetzt auch hier. Schade, ich fand die Hülle auch generell ganz interessant und dass das jetzt auch mit dem Crowdfunding wieder nicht funktioniert, das ist natürlich auch nicht so schön. Eine andere Sache, die ein bisschen schöner ist, ist, WhatsApp hat reagiert auf die Nutzer und bringt den alten Textstatus zurück. Dieser wurde ja vor ein paar Wochen geändert, also er wurde nicht geändert, er wurde rausgenommen und dafür gab es den neuen Status, der nach 24 Stunden verschwindet, wo man mit einem Bild arbeiten kann, darauf rummalen, Sticker einfügen und was weiß ich noch alles machen. Und der ist ja nicht so richtig angekommen bei den Nutzern, beziehungsweise wussten Nutzer damit gar nichts anzufangen. Und viele wollten ja den alten Textstatus zurück. Und da hat WhatsApp zugehört und in der neuen Android-Beta ist das schon der Fall. Und wir rechnen damit, dass das auch ja in den nächsten Tagen dann auch bei iOS nachgezogen wird und bei Android natürlich auch den Beta-Status verlässt. Andere Änderungen, die sind direkt auf iOS verfügbar oder auch noch nicht bei allen, denn Twitter hat dort am User-Interface der iOS-App ein bisschen rumgeschraubt und testet das anscheinend auch durchaus noch im AB-Verfahren und noch nicht alle Nutzer können es sehen. Dort gibt es neue Reiter. Und da gibt es jetzt Tweets und auch Tweets und Replies. Also alles so ähnlich wie auch schon auf der Webansicht von Twitter. Und man kann sich so in der iOS-App einfach schneller einen Überblick über die Tweets einer Person verschaffen und einen Eindruck bekommen, was macht er so, was tweetet der und muss sich da nicht gegebenenfalls durch irgendwelche Replies durchwühlen. Schöne Sache. Ich persönlich nutze ja nicht die Twitter-App, sondern Tweetbot. Aber ich gucke es mir vielleicht auch mal wieder an. Und eine weitere Änderung im User Interface, die steht jetzt auch bei Netflix an. Beziehungsweise Netflix macht es ähnlich wie Twitter. Ein paar Nutzer haben die Funktion anscheinend schon. Und wenn sie gut ankommt, wird sie wohl allen zur Verfügung gestellt. Und von welcher Funktion rede ich? Es geht um eine Funktion, um den Vorspann einer Serie zu überspringen. Also wenn man sehr viel Serien guckt, dann ist ja oft ein Vorspann und den kennt man dann auch oft zur Genüge, wenn man in der zweiten, dritten Folge angekommen ist. Und bisher musste man immer händisch weiterspulen und gucken, dass man den Anfang, wo jetzt wirklich die Geschichte erzählt wird, findet. Und das soll einfach vereinfacht werden, indem dafür ein Button eingefügt wird, auf den man einfach klickt. Und der Netflix-Player springt dann direkt zu dem Punkt, wo ja, die richtige Geschichte beginnt und lässt den Vorspann raus. Schöne Sache, da freue ich mich jedenfalls drauf. Ich mache das gerne, ich bin sonst auch immer eher am Spulen und habe immer Angst, dass ich dann irgendwie ja vielleicht mal auch eine Minute überspule. Und da ja, freue ich mich einfach drauf. Eine Sache, die mir jetzt persönlich relativ schnuppe ist, weil es nicht für mich von Belang ist, aber vielleicht ja eigentlich auch nicht so richtig den üblichen Tesla-Käufer beeindrucken dürfte, ist die Nachricht, dass Tesla die Option einer 60 Kilowatt Batterie einstellt. Das ist beim Model S das 60er Modell und das 60D Modell und die hatten bislang eine Option für eine 60 Kilowatt Batterie, die allerdings auch in der Auslieferung eine 75 Kilowatt Batterie ist, die einfach softwaremäßig auf 60 Kilowatt runtergeriegelt wurde. Die konnte man dann auch sogar noch nachträglich freischalten, indem man einfach was bezahlt hat. Dann gab es einen Software-Unlock und dann hatte man 75 Kilowatt als Batterie und Tesla hat einfach gesagt, die meisten der Nutzer haben letztendlich auch diese extra 15 Kilowatt freigeschaltet und von daher möchte man nun einfach den Bestellprozess vereinfachen und bietet einfach gar keine 60 Kilowatt Option mehr an. Das
klingt für mich schon alles halbwegs schlüssig. Und wer sich jetzt halt auch für ja ein bisschen was oder ein bisschen viel auch gerne über 70.000 US-Dollar ein Elektroauto kauft, ich glaube, dem wird das jetzt auch nicht umhauen. Und die meisten werden, wenn sie weniger Geld haben, eher auf das kommende Tesla Model 3 zurückgreifen, was dann in Amerika zumindest bei 35.000 US-Dollar beginnt. Und damit wären wir auch schon am Ende vom ersten Geek Talk Daily in dieser Woche. Ich wünsche euch einen guten Start und ich hoffe, wir hören uns morgen am Dienstag dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.